So. Okay, jetzt ruckelt das leicht. Müssen wir das nochmal ein bisschen ändern? So, schon besser. Ja, hier können wir sehen, Panzermodus, Schnelligkeitsmodus, dann Kraft, dann haben wir hier unseren, unseren Tarnmodus und halt, jetzt will er mich hier ärgern, für unsere Waffe, da wollen wir natürlich den Schalldämpfer ranmachen, Taschenlampe nicht. Ja. Und dann wollen wir mal. Aufpassen, Moment, Feindkontakt auf 12 Uhr. Energie kritisch. Aktiviert. Maximale Panzerung. Zack, erledigt. Haben wir hier nur ein Motorboot. Ja, wie ihr sehen könnt, die Grafik ist auch echt klasse. Also man kann nicht meckern. Aber ich möchte jetzt nicht den Modus haben, sondern den hier. Maximale Stärke. Immer schön rauf da mit den Kugeln. Können wir auch gleich ein ganzes Stück höher springen, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier noch unseren Speed-Modus. Zack, normales Laufen kostet uns keine Energie. Norman, hier oben. Ah, er hängt an den Bergen, sag ich schon, in den Bäumen fest. Wir müssen zuerst hin. Ja, dann wollen wir hier mal. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille, 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Oh, irgendwas passiert da vorne. Verdammt, was ist das? Mann, was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Langsam vortasten. Mir gefällt das nicht, Mann. Irgendwas liegt da vorne. Und langsam hinterher da. Blut, das tropft so schön von oben. Oh nein, einer von uns. Chester, bitte kommen. Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt, was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung, aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier.
was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ, ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Ja, der erste von uns 4 oder 5 ist tot. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Ja, ich heiße hier Nomad in dem Spiel. Was zum Teufel war das? Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise, bitte. Ja, ohne Taschenlampe, ne? Werde ich nicht gesehen. Ist auch gut so. Normalerweise kann ich deren Waffe einsammeln. Naja, anscheinend jetzt noch nicht. Doch, da. Jetzt einmal meine Waffe. So, und die Waffe von denen. Da machen wir gleich mal die Taschenlampe aus. Na. Jetzt will er mich hier ärgern. So, natürlich Schalldämpfer drauf, Visier und Taschenlampe aus. Aber wir laufen erstmal nur mit meiner Waffe rum. Nein, nicht die Pistole, auch nicht die Faust, die. Unsere Scar. Roger, Prophet, bin unterwegs. Oh, es ruckelt gerade so ein bisschen. Na, die Grafik doch noch ein ganzes Stück runterstellen. Sicher ist sicher. Ja, wir starten von hier vorne wieder, da mir das Spiel gerade abgeschmiert ist. Also wir laufen hier ganz normal weiter. Zack, 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 zack. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Ja, da ist der Störsender. Zu dem wir runter müssen. Was denn da ist, was? Die können auch auf mich ballern da hinten. Trotzdem sind hier vorne noch überall Einheiten verteilt. Dann wollen wir mal runter, erstmal in den Tarnmodus rein. Tarnfeld aktiviert. Oh, ist noch nicht geplant. Energie kritisch. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Langsam voranschleichen. Energie kritisch.
optimale Panzerung. Immer schön hier, zack, Tarnmodus, klack, klack. Tarnfeld aktiviert. Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Ach da.